Welcome back im Ameisenhauptquartier. Ja, heute mal wieder ein Video aus dem Wohnzimmer, weil wir haben ein Paket bekommen von Björn, von Stillrunner. Und ja, der Typ ist einfach absolut grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Björn, tausend Dank. Ich bin total geflasht und überrascht und es ist total cool, weil Björn hat uns geschickt. Achtung, ich mach's mal auf. Ich habe natürlich vorhin schon reingeguckt. Erstmal zwei extrem coole Aufkleber. Einmal hier. Schaut. Die Zündkerze als Schlüsselanhänger von Stillrunner. Na? Und es bleibt aber nicht bei den Aufklebern. Na, wir kennen alle Björn. Er hat natürlich auch noch die Zündkerzen dazu gepackt. Die zeige ich euch mal. Absolut ein Muss für jeden Gearhead. Zündkerzen, Schlüsselanhänger. Schaut ihr an. Da. Absolut cool. Echte Zündkerze. Umgearbeitet von Stillrunner, von Björn. Und die hier ist nicht nur vorne extrem cool. Hat da nochmal richtig Gas gegeben, der gute Björn. Schaut mal, es ist eine Race Ends Edition. Ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen. Björn hat hinten einfach nochmal das Race Ends Logo drauf gemacht. Björn, tausend Dank, tausend Dank. Sowas von cool geworden und ey, ohne Scheiß, ein Muss für jeden Gearhead. Wir werden die auf jeden Fall mit aufnehmen bei uns, weil das ist ja wohl, das muss einfach, das muss jeder Gearhead haben. Diese Zündkerze ist so cool, dass ich die damals auch mir habe tätowieren lassen. Ja? Danke nochmal an Jules fürs Tätowieren. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da ist die Zündkerze. Warte, ich versuche es nochmal besser zu zeigen. So, jetzt nochmal besser. Da ist die Zündkerze. Genau das Ding gibt es jetzt als Schlüsselanhänger. Cooler geht es ja wohl nicht. Danke nochmal an Jules fürs Tätowieren. Danke an Björn für dieses super coole Geschenk. Danke. Du schaffst es immer wieder, mir die Sprache zu verschlagen. Ich zeige dir mal, was Björn noch so gemacht hat. Fangen wir mal an hier mit dem ehemaligen Kolben, wo Björn die Angry Ant, die böse Ameise, aufgesetzt hat. Na? Und das Ganze. Im Ganzen hat der gute Björn dann nochmal die Krone aufgesetzt und hat uns dieses Sitzfass gemacht mit der Angry Ameise drin. Angry Bird. Mit der bösen Ameise drin. Guckt euch mal allein an, wie cool dieses Sitzfass ist. Und das macht er alles freie Hand, der Typ. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Lachgasklappe. Kabel drin. Stecken wir jetzt in die Steckdose. Also, cooler geht's ja wohl nicht, oder? Stillrunner, du bist einfach der Größte. Schaut euch das an, das ist unglaublich. Dann habt ihr ja bestimmt von Björn schon mal die Handgranaten gesehen. Gibt's als Schaltknauf, als Ventilkappe. Hier hat er eine in Race Ends Edition gemacht. Guck mal hier, der macht aber wirklich. Ne? Unglaublich. Und er hat uns auch nochmal die von Jules entworfene Zombie Ant gemacht. Sehr, sehr cool. Außergewöhnlich. Einzelstück. Ja, sind alles Einzelstücke bei ihm, weil er die Sachen wirklich mit der Hand macht und selbst lackiert, selbst airbrushed, selbst modelliert. Unglaublich cooler Typ mit 1 Million Ideen. Guckt mal bitte auf seine Webseite. Ich werde die hier mal versuchen noch drunter zu schreiben. Sollte mir das mit dem Verlinken
mal wieder nicht, ja, wenn ich es nicht hinkriege, dann entschuldigt bitte. Dann geht mal www.still-runner.de oder auf Facebook stillrunner. Folgt dem Typen, schenkt dem Typen mal ein paar Likes, weil was der macht, ist wirklich atemberaubend und grandios. Ich bin total platt. Lieber Björn, Dankeschön, vielen Dank, ganz lieben Gruß an deine Familie. Und ja, wenn ihr auch so einen Schlüsselanhänger haben wollt, meldet euch bei Björn direkt bei Stillrunner oder meldet euch bei uns, wir leiten es weiter, wie auch immer. Ansonsten, kurzes Video, aber coole Geschichte. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Wir gehen raus, weil es ist Samstag, ihr müsst rausgehen, wir müssen schrauben gehen. Geht raus, verbrennt Benzin, habt ein wunderschönes Wochenende. Wir sind raus, bis dann. Ciao.